Savage Strike ist schon eine Weile auf dem Markt. Creepfan hat sein Case Opening abgedreht. Renebrain sein Display Opening hochgeladen. Und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für eine entsprechende Folge Neuzugänge. Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Heute möchte ich mit euch Karten aus Savage Strike besprechen. Ich habe mir natürlich den Bulk von Creepfan rangeholt, inklusive einiger Ultras und Secrets, die ich mir dazu gekauft habe. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie viel ich davon gekauft habe. Ich werde sagen, ich habe mir jetzt von jeder Secret und Ultra, die ich gekauft habe, ein Exemplar hier reingelegt. Und wir werden uns jetzt um Artworks kümmern und natürlich überlegen, wird diese Karte irgendwann für Sammler relevant sein oder nicht? Und vor allen Dingen, warum? Und ich möchte anfangen mit dem Psyraza, einer Karte, die relativ teuer im Vorverkauf war, aktuell aber nur noch ungefähr 9,40 Euro geht, zumindest beim ersten deutschen Händler als Erstauflage in Niemand und deutscher Sprache. Die Karte supportet ein relativ altes Thema, denn wie der Name schon sagt, das sogenannte Psy-Thema, das damals in The Duelist Genesis das erste Mal rauskam. Es ist also quasi ein Retro-Thema, ein 5Ds-Thema. Und ja, 5Ds ist aufgrund der Tatsache, dass es die 10-Jahre-Marke geknackt hat, in meinen Augen ein Retro-Thema, auch wenn viele sich schwer tun, das so zu akzeptieren, da sie nur das als Retro akzeptieren, mit dem sie aufgewachsen sind. Die Karte ist meiner Meinung nach extrem schön designt. Ich finde auch die Psys im Allgemeinen ganz cool. Früher konnte ich nicht so gut mit denen. Mittlerweile finde ich sie tatsächlich sehr, sehr schön. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Karte irgendwann für Sammler relativ relevant werden könnte, wenn es zum Beispiel Sammler gibt, die speziell Psy-Karten sammeln. Ich persönlich kenne jetzt niemanden, aber ich denke mal, irgendwo wird es sicher welche geben. Ja. Und natürlich für die Leute, die aus den Hauptsets jeweils die ganzen Secrets sammeln, die werden sich die natürlich auch ranholen, genau wie die Leute, die im Allgemeinen die Komplettsets sammeln. Und ansonsten denke ich auch, dass sich vielleicht der ein oder andere Liebhaber für diese Karte jetzt speziell finden wird in einigen Jahren. Ich denke mal, spätestens wenn ein Reprint kommt im Jahre 2019 in den Megatins, wird der Preis natürlich sinken und auch über Jahre hinweg unten bleiben und dann möglicherweise irgendwann wieder steigen. Inwiefern das sich dann allerdings bewahrheitet, das sehen wir erst dann. Ihr könnt mich ja dann in 10 Jahren, ich prognostiziere das jetzt mal auf eine Zeit von 10 Jahre gesehen, dann könnt ihr mich ja da nochmal zur Rechenschaft ziehen. Weiter geht's mit der 6. Valkyrie. Die habe ich mir hier zweimal rangeholt, im Psy-Raser übrigens nur einmal. Ja, die 6. Valkyrie supportet ein noch wesentlich älteres Thema, und zwar eben die Valkyren, die damals von Siegfried von Schröder in Duel Monsters gespielt worden sind. Es ist also quasi ein Oldschool-Thema, auch wenn ihr erster Print in Shadows over Valhalla war. Viele sagen, der Secret Rare Slot an die 6. Valkyrie wäre verschwendet. Ich finde das nicht so. Speziell für Sammler wird das dann irgendwann relevant sein. Ich denke auch, dass für Oldschool-Fans aktuell diese Karten schon relativ relevant sein könnten, die mit der Serie aufgewachsen sind. Denn, wie bereits gesagt, auch wenn diese Karten vom Druck her an sich, vom Release relativ neu sind, sind und bleiben es doch eigentlich Oldschool-Karten aus Duel Monsters und haben dementsprechend bestimmt schon den ein oder anderen Platz im Herzen der ein oder anderen Person. Weiter geht's mit Tigi 3 Zackwerfer, einer Karte, die wieder ein 5Ds-Thema supportet. Im Allgemeinen hat ja das TG-Thema Support bekommen, genauso wie das Psy-Thema, was ich relativ cool finde. Hier jetzt eben ins Savage Strike. Hier haben sie ihr Link-Monster gekriegt in Secret Rare. Wir haben es hier auf dem Kanal auch schon gesehen in Alti und Ultra Rare. Ich persönlich finde, das Monster ist relativ cool designt, muss aber sagen, dass ich nicht denke, dass diese Karte irgendwann eine sammlerisch großartige Relevanz haben wird. Die Karte geht jetzt nichts und wird auch vermutlich, wenn der Reprint kommt, noch weniger gehen. Und ich denke mal, es sei denn, ja, ich täusche mich komplett oder sie wird irgendwie durch eine andere Karte extrem spielstark, wird dieser Preis auch nicht mehr steigen. Dann haben wir den Schlag der Hexe. Übrigens, ich vergesse das jedes Mal, Ticket 3, Zackwerfer hat mir 8-mal besorgt. Schlag der Hexe, die ich mir 3-mal besorgt habe als Playset, ich sag's lieber gleich am Anfang, gehört ja zu diesen ganzen, zu dieser kleinen Kartengruppe, diese Solomon Strike, Ernste Warnung, Feierliches Urteil und so weiter und so fort, und wird natürlich auch bei den Leuten, ich schätze mal, irgendwann im Binder landen.
Ich persönlich denke einfach mal, dass diese Karte schon Potenzial hat, irgendwann sammlungstechnisch relevant zu werden. Auch sie wird meiner Meinung nach wieder reprinted in der Megatin, wird vom Preis her auch fallen, allerdings wird sie immer einen gewissen Grundwert haben. Ich schätze mal, der liegt dann bei wenigen Euro, ist aber nur eine Schätzung. Ich denke persönlich allerdings, dass speziell Menschen, die mit dieser Zeit mit Reigns aufgewachsen sind, mit diesen Sets hier aufgewachsen sind, diese Karte irgendwann als sehr nostalgisch erachten werden, so in 10 Jahren und dann noch gerne in ihrem Ordner haben möchten. Und ich denke, dass diese Karte irgendwann als Erstauflage einen tatsächlich ähnlichen Wert erreichen kann, wie die heutige Erstauflage des feierlichen Urteils aus Metal Raiders. Sehr schön designt, im Übrigen gefällt mir extrem gut, die schönste Fallenkarte aus dem Set. Mit einer ähnlich schönen Karte geht's weiter, und zwar der Trickstar Live-Bühne. Ich persönlich finde, das ist so ziemlich die schönste Karte, die Trickstar jemals auf den Markt geworfen hat. Trickstar-Karten sind, auch wenn sie alle über recht wenig Persönlichkeit verfügen, beziehungsweise Wiedererkennungswert, also sich alle relativ ähneln, alle recht schön, vor allem die ganz rote aus der Jump, deren Namen ich gerade vergessen habe, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber Trickstar Live-Bühne ist, obwohl es nicht mal ein Monster ist, tatsächlich die schönste Karte, die dieses Thema inne hat. Sie geht natürlich nicht besonders viel, sie geht gerade mal, ich glaube, waren es 2,90 Euro waren es, sorry, 2,90 Euro. Ich habe leider nur 3 Stück davon, ich wollte 9, aber Creepfan hatte nicht mehr zur Abgabe. Ist auf jeden Fall eine extrem schöne Karte, die zumindest bei Trickstar-Fans relativ relevant werden könnte, da ja die Tricksters bei Blue Angel gespielt werden und die ist ja doch schon relativ relevant im Anime und die Leute, die dann natürlich mit dem Anime aufwachsen, werden auch irgendwann diese Karte in ihrem Bein haben wollen. Jetzt geht's weiter mit der teuersten Ultra Rare aus dem Set, dem Kaliberlade Wilddrache. Der geht aktuell ungefähr 18,50 Euro und ist so ziemlich die erste Nicht-Link-Monster-Karte, die dieser kleinen Kartengruppierung der Kaliberdrachen angehört. Ich persönlich finde, er ist schön designt, einer der schönsten Kaliberdrachen überhaupt. Und ich denke auch, speziell da das eben auch das Covermonster ist, wird es wieder einige Sammler ansprechen, zum Beispiel die, die alle Covermonster der Hauptset sammeln, gibt es ja auch. Und natürlich auch wieder die, die Kaliber-Fans sind oder eben Komplett-Sets sammeln, ist natürlich klar. Aber auch bei anderen, denke ich, wird diese Karte ihren Weg in die Beine finden. Inwiefern das dann irgendwann, wenn sie vielleicht spielerisch relevant, nicht mehr relevant ist, sich auf den Preis auswirkt und ob der Preis tatsächlich in dieser Höhe in etwa bleibt, das bleibt natürlich abzuwarten. Völlig klar. Weiter geht's mit dem Cybers-Quantendrachen. Ja, das ist eine relativ schön designte Karte, wie ich finde, haben wir auch schon in Secret und Ultimate Rare gesehen. Allerdings denke ich, dass diese Karte auch aufgrund der Bandbreite, die dieses komplette Cybers-Thema aktuell schon hat, nie sonderlich relevant sein wird. Die Karte sticht nicht unbedingt aus der Masse der Cybers-Karten heraus, weder optisch noch spielerisch, soweit ich weiß. Und es ist halt ähnlich wie bei den Künstlerkumpeln, die wenigsten gehen etwas, die wenigsten werden etwas gehen und so ähnlich wird es sich auch mit dieser Karte handhaben. Hier haben wir jetzt nochmal eine weitere TG-Supportkarte, den TG-Sternwächter. Den finde ich jetzt auch relativ cool designt und erinnert optisch ein bisschen an diese Psi-Monster. Meiner Meinung nach wird sich ähnlich verhalten wie mit dem Dreizackwerfer. Er wird sammlerisch nie wirklich relevant sein. Jetzt geht's weiter mit Gefahr Ogopogo. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie viel ich mir von den jeweiligen Karten geholt habe. Also vom Cybers-Quantendrachen 9, vom TG-Sternwächter auch 9 und vom von dem Wilddrachen nur ein. Gefahr Ogopogo habe ich mir 2 Playsets dran geholt. Gehört zu den, ja, wie der Name schon sagt, Gefahrkarten. Ein meta-relevantes, ikonisches TCG-Exclusive-Thema, wo mir so ziemlich alle Karten hervorragend gefallen, außer die beiden Super Rares. Mit denen habe ich irgendwie ein Problem. Vielleicht liegt es daran, dass sie nur Super Rare sind und in der Rarität einfach nicht steht oder dass sie einfach nur schlecht designt worden sind. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie mag ich die nicht so sehr. Gefahr Ogopogo finde ich wieder richtig cool. Ist die einzige Support-Karte in Cyberstrike für die Gefahrmonster und geht auch nicht besonders viel, auch nur wenige Euro. Ich weiß auch nicht, an welches Fabelwesen der jetzt angelehnt ist, aber ich denke aufgrund der Tatsache, dass das Gefahrthema an sich erstens meta-relevant ist, zweitens TCG-exklusiv ist und drittens sich durch ihre Relevanz und auch durch die Grundidee dahinter in den Köpfen der Leute festgebrannt hat, dass diese Karte durchaus sammlerisch relevant werden könnte und auch den einen oder anderen Euro geben wird. Weiter geht's mit Trickstar Divarides. Wie gesagt, eine Karte von Blue Angel. Das ist einer der Protagonisten der Serie. Ich persönlich denke, dass diese Karte auf jeden Fall eine gewisse sammlerische Relevanz haben wird. Und ich finde, das ist tatsächlich auch eins mit Holy Angel zusammen der schönsten Trickstar-Monster-Karten, die jemals erschienen sind. Geholt habe ich mir davon natürlich 9 Stück. Gehen tut sie ungefähr 79 Cent.
oder so 70 Cent, sowas um den Dreh rum, habe ich jetzt vorher nachgeguckt. Ich habe es mir jetzt hier nicht aufgeschrieben auf meinem Zettel nebendran, aber ich denke, das noch richtig im Kopf zu haben. Und dementsprechend sind wir jetzt auch mit der Trickstar, die Varidis, oder wie sie heißt, fertig. Dann haben wir Shiranui Fähigkeit Zeige Überlegenheit. Das ist schon ein etwas moderneres Thema, das hier supported wird. Das kommt nämlich aus Arc 5. Ich glaube, es wurde ursprünglich in Breakers of Shadow released. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist jetzt eine Info, die habe ich mir nicht vorher rausgesucht. Die habe ich tatsächlich nur im Kopf. Vermute also quasi, ich kann mich hier auch irren. Wenn ich mich irre, ihr seid alles Profis, das weiß ich, korrigiert mich in den Kommentaren bzw. im Live-Chat nebendran. Shiranui Fähigkeit Zeige Überlegenheit ist eine Karte, die meiner Meinung nach sammlerisch nie irgendeine Relevanz besitzen wird, die ich allerdings sehr, sehr schön finde. Ich finde, das ist das schönste Shiranui-Monster, das bisher designt wurde. Ja, also schöner als Shiranui Schwertsage, Shiranui Spektralschwert und Spektralschwert Schatten und whatever. Das ist tatsächlich die schönste Shiranui-Karte meiner Meinung nach. Dann geht's weiter mit... Oh Gott, ist das hier hell. Hoffentlich sieht das da nicht so schlimm aus, wenn ich das am PC habe. hier haben wir jetzt Geist trifft Mädchen, eine Shiranui-Geschichte. Mit der verhält es sich einfach so ähnlich wie mit der Überlegenheit. Ich finde, es ist eine unglaublich schöne Karte. Ja? Die zweitschönste Shiranui-Karte überhaupt, auch Monster mit inbegriffen. Allerdings wird sie halt nie irgendeine spielerische Relevanz aufweisen können. Weiter geht's mit Weltvermächtnis Wachdrache. Weltvermächtnis ist auch wieder so ein Thema, wo ich mich frage, wie weit gefächert wird dieses Thema eigentlich noch sein? Es tut mir übrigens leid, wenn das jetzt hier so richtig überbelichtet. Es sieht richtig überbelichtet aus, aber meine Kamera ist hier richtig eingestellt wahrscheinlich, weil ihr gerade richtig die Sonne reinbrettert. Das tut mir leid, Leute. Aber ihr werdet es wohl noch erkennen können. Also Weltvermächtnis Wachdrache, ich denke mal, es ist einfach schwer zu sagen. Das Thema ist halt schon recht breit gefächert. Allerdings habe ich noch nie eine wirklich Fanbase dieser Kartenart mitbekommen, dieses Themas mitbekommen. Es gab ja einigen Support wieder in dem Thema und ich frage mich, wann er denn wieder für die nächste Zeit enden wird. Denn umso kleiner ein Thema ist es mir aufgefallen, desto eher die Interessenten dafür. Jubel ist ein ganz, ganz kleines Thema, besteht eigentlich fast nur aus drei Karten und die X-Fans reißen sich drum. Wenn man sich jetzt Cybers oder Künstlerkumpel anschaut oder Kuscheltier, dann ist das wieder etwas anderes. Und zu guter Letzt habe ich mir übrigens jeweils alle 9 Mal besorgt, also Überlegenheit und Wachdrache und Geist trifft Mädchen. Zu guter Letzt letztes Licht, ich glaube, ich habe plus 5 oder 6 Mal geholt, weil mehr war nicht da. Das ist eine Karte, die supportet hier wieder die, oder wen supportet das eigentlich? Die Valkyren, oder? Oder nicht? Lesen wir mal kurz den Effekt, bla 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 bla. Da steht nichts. Okay, da habe ich mich dann da vielleicht... doch, Valkyrie, genau. Supported die Valkyrie ist also quasi wieder eine Oldschool-Karte. Ich weiß nicht, ob sie damals im Anime vorkam, kann ich nicht sagen. Falls ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann sammlerisch relevant wird, auf jeden Fall relativ groß. Auch wenn nicht, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwann sammlerisch relevant wird. Wie es jetzt allerdings genau ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich finde, sie ist auf jeden Fall relativ schön designt worden. Damit sind wir jetzt mit den Ultras und Secrets durch. Ihr wolltet ja noch wissen, beziehungsweise habe ich eine Umfrage gestartet, in der ich meinte, wie ihr es denn haben wollt. Soll ich jetzt nur die hier im Artdoc besprechen oder auch Commons und Rares und Super Rares und whatever? Und ihr habt euch dazu entschieden, dass ihr auch noch 3 zufällige Rares und 3 zufällige Super Rares sehen wollt. Und bevor wir das machen, muss ich leider meine Kamera laden. Ich habe noch 2 Minuten Aufnahmezeit. Ich mache hier also einen kurzen Cut und wir sehen uns dann jetzt. Über die sammlerische bzw. werttechnische Relevanz dieser Karten, wir haben jetzt hier gerade die Super Rares, brauchen wir natürlich nicht sprechen. Wir wissen, Super Rares sind nichts weiter als glitzernde Rares, aber zumindest seitdem es in jedem Pack eine garantierte Super Rare gibt. Und dementsprechend werde ich hier tatsächlich nur aufs Artwork eingehen. Wir haben ja gesagt, dass wir haben 3 zufällige Karten, das heißt, ich mische hier gerade ganz vorsichtig ein paar Super Rares durch und wir werden uns aus diesen Super Rares 3 Exemplare rausziehen. Es ist tatsächlich jedes Super Rare Exemplar, das in diesem Set enthalten war, einmal in diesem Stapel. So, dasselbe habe ich dann auch mit den Rares gemacht und auch bei den Rares werden wir natürlich nicht auf irgendeine sammlerische Relevanz eingehen, beziehungsweise schon auf eine sammlerische, aber nicht auf die werttechnische Relevanz. Wir ziehen jetzt hier mal zufällig 3 Karten. Und dann werden wir gucken, was wir gezogen haben und dann dementsprechend das Artwork bewerten. So, jetzt schauen wir mal. Bei den Super Rares haben wir gezogen. Einmal Neos Fusion. Ist natürlich eine schöne Karte. Typisch Elementarheldenmäßig. Schön bunt. Trotzdem
ernsthaft, sage ich mal. Mir persönlich gefällt es eigentlich ganz gut. Das erinnert mich von der Farbgebung immer so ein bisschen an Hero Blitz, weil das eben auch relativ bunt war. Und natürlich Elementarhelden-Fans eine sammlerische Relevanz wird es haben. Früher oder später, vielleicht sogar jetzt schon, dass der ein oder andere Elementarhelden-Fan sagt, ja, die möchte ich in meiner Sammlung haben. Das kennt man auch schon von der ein oder anderen neueren, schrägstrich älteren Supportkarte, die halt in vergangenen Sets rauskam. Und auch die japanische Ultimate Rare von, wie heißt dieser Neos, also einer dieser beiden Neos-Monster, die ist auch schon weggegangen wie nix. Also ich denke mal, es wird auf jeden Fall eine gewisse Relevanz da sein. Allerdings, wie gesagt, es wird immer eine 2-Cent-Karte bleiben. Hier mal jetzt Shiranui knapp hin. Das ist auch eine sehr schöne Shiranui-Karte, muss ich sagen. Zwar nicht die schönste, aber eine der schönsten. Mir gefällt natürlich, wie gesagt, das Artwork extrem gut. Das Artwork hätte, wie bei der Überlegenheit, natürlich auch sehr gut auf ein Link-Monster-Layout gepasst. Finde ich aber ganz cool, dass es hier auch eine normale Monsterkarte ist, beziehungsweise eben ein normales Effektmonster ist. Sehr schön designt, sammlerische Relevanz wahrscheinlich null, werttechnische Relevanz ebenfalls null. Und genau von dem habe ich geredet, Elemental Cosmo Neos, den gibt es in Japan ja auch in Ultimate Rare, ja tatsächlich in Ultimate Rare, war klar, dass das bei uns nur eine Random Super wird. Eine Ultra hätte mir auch ganz gut gefallen von dem. Aber das ist tatsächlich einer der geilsten elementalen Fusionen, die es gibt, auch die alten mit eingeschlossen. Es gibt fast keine, die cooler ist, wie ich finde. Ich finde sogar, die steht über Elemental Tempest und über Elemental Air Neos und Dark Neos, und die wir alle in dem Ordner gesehen haben. Finde ich richtig, richtig cool, und ich denke mal, dass die auf jeden Fall reißenden Absatz in den Ordnern von elementalen Fans finden wird. Ja, die wird nie was gehen, das ist klar, aber sie wird gesammelt werden, hundertprozentig, davon gehe ich aus. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Gut, dann haben wir die Super Rares abgehakt. Ich bin froh, dass ich das Ganze nochmal aufgenommen habe, weil die erste Aufnahme war scheiße und da haben wir auch hier nur Kackkarten gezogen aus den Super Rares. Da haben wir hier ein paar bessere. Finde ich schon mal gut. Jetzt geht's noch an die Rares. Da wollen wir auch nochmal kurz durchmischen ein bisschen. Da kann ich ein bisschen... Ja, es sollte schon auch vorsichtig sein, aber da muss ich nicht ganz so vorsichtig sein wie bei den Super Rares. So, da verkratzt nämlich nichts so leicht. Das sind ein paar mehr. Ich habe wieder von jeder Rare ein Exemplar genommen. Es wird ein bisschen schwierig, das jetzt hier alles schön zu halten. Ach herrje. So, nehmen wir die hier, nehmen wir die und die da unten. Und den Rest packen wir weg. Und jetzt schauen wir mal bei den Rares, was wir hier haben. Die hatten wir auch schon beim letzten Aufnahmeversuch. Apfel der Erleuchtung. Die zweitschönste Fallenkarte aus dem ganzen Set, die supportet natürlich die Valkyren, deswegen ist sie auch wie eine Oldschool-Fallenkarte gezeichnet. Was heißt wie eine Oldschool-Fallenkarte gezeichnet? Ganz einfach. Früher haben sich Fallen- und Zauberkarten vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet, dass sie einen Gegenstand oder eine Person gezeigt haben. Heutzutage ist es so, dass eher Szenarien gezeigt werden, die meist sehr overdesigned sind und dementsprechend jeden Wiedererkennungswert verlieren. Das haben wir hier nicht. Wir haben eine sehr schöne, klare Karte, die eben eine Sache, einen Menschen, ein Mädchen in dem Fall, thematisiert, und das macht diese Karte wunderschön und vor allen Dingen verleitet sie einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Mein Platz 2 aller Fallenkarten, ich würde mal sagen, ja, des ganzen Sets. So, sammlerische Relevanz, ja, es wird wahrscheinlich ein paar geben, die im Ort haben werden, die Valkyren sammeln, aber ich denke mal, es ist eine Rare, die meisten Leute sammeln halt tatsächlich einfach nur Holos, dementsprechend wird die sammlerische Relevanz, außer bei den Leuten, die eben auch komplett Sets sammeln, eigentlich nichtig sein. Dann haben wir Hita, die Feuerzauberin in Flammen. Ja, das ist auch wieder ein Support für ein relativ altes Thema. Ist, glaube ich, sogar die einzige Supportkarte für dieses Thema. Ob hier Zensuren vorhanden sind, weiß ich gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Brüste wieder kleiner gemacht worden sind. Ist auch eine extrem schöne Karte. Sammlerische Relevanz wird nicht vorhanden sein. Da gehe ich einfach mal drauf von aus. Also die wird niemals wirklich gesammelt werden. Aber sie ist sehr schön designt. Das ist ein unglaublich schönes Monster, ein schönes Link-Monster. Vielleicht wird sie irgendwann gesammelt, wenn sie irgendwo ein Holoprint bekommt, aber ich denke mal, die Rare-Version wird, außer sie ist jetzt irgendwie ganz besonders stark spielbar, irgendwann nie gesammelt werden. Und zu guter Letzt haben wir Geschwindigkeitsschubdrache. Ja, den finde ich eigentlich auch ganz nice designt. Auf jeden Fall etwas schöner als andere seiner Kollegen, in Anführungszeichen, von diesen Raketendrachen. Aber mehr gibt es zu der Karte auch gar nicht zu sagen. Wie gesagt, sammlerische Relevanz wird es nicht geben. Ja, und auch werttechnische nicht. So, das soll es gewesen sein mit dieser Folge Neuzugänge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.